So, welcome back. Neues Video. Es ist geschafft. Wir haben Corona off-Gym überstanden. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hatte zum Glück die Möglichkeit, in dem einen oder anderen Studio zu trainieren, Training zu machen. Ganz ehrlich, ich hätte zu Hause meine Beine einfach nicht gescheit trainieren können. Geschweige denn Motivation. Also es ist einfach was anderes. Und ja, deshalb kann ich auch wieder endlich Videos machen. Jetzt bin ich dabei, mir mein Pre-Workout zu machen. Und ja, mein Pre-Workout kennt ihr, das ist immer noch dasselbe. Arginin, Citrullin, EAAs, and that's it. Und da nehme ich euch nämlich heute mit in ein Fitnessstudio. Und zwar folgende Situation dafür. 1.3., also 1. März 2020. Die haben ein Fitnessstudio umgebaut und neu aufgemacht. Naja, circa 2 Wochen konnten sie aufmachen, dann kam Corona und hat gesagt, nein, du darfst nicht. So, seitdem hatten die zu, haben umgebaut, haben einiges verändert. Die Pforzheimer kennen das Fitnessstudio, da bin ich mir sicher. Aber es hat einen neuen Eigentümer, beziehungsweise neue Eigentümer. Und es ist noch was, wieso ich das so unterstütze und da jetzt ein Video mache und euch zeige und und. Es sind 2 Jungs, die einfach ihrer Leidenschaft nachgehen, ja, die was wagen, die was machen, die ein Oldschool-Gym aufgekauft haben und das quasi jetzt wieder Vordermann bringen, zum Laufen bringen wollen. Tolle Specials, also was jetzt zum Beispiel eine Kette einfach nicht hat. Jeder, der so ein bisschen einer Leidenschaft nachgeht, seine Träume verwirklicht, egal in welchem Bereich, ich unterstütze das, beziehungsweise das sollte man doch einfach auch unterstützen. Und von dem her nehme ich euch da jetzt mit. Es sind Beine dran, wer hätte es gedacht, aber es sind spezielle Maschinen. Auf geht's! So, das ist der Parkplatz und ich würde sagen, es hat jede Menge Platz. Und dann wir laufen. Da unten an der Ecke ist der Eingang. Und ihr seht, es ist direkt an der Hauptstraße. Aber das super, die super klasse ist, dass man eben auf dem Parkdeck parken kann. Und dann sagen wir den Jungs mal Hallöchen. So sieht das von außen aus. Was würde man erstmal denken? Also das Gebäude ist halt auch echt semi-schön. Aber die haben das richtig toll gemacht. Iron Gym heißt es. Und natürlich hier die Desinfektion. Yeah! Sogar mit Kamera oder was? Yeah, Mann! Maschine ist da! So begrüßt wird man auch nur hier. Ach, so sieht's hell aus. Ich film schon. Hier haben wir meine 2 Jungs. Alles klar, Chat. Iron Gym. Willkommen. Erzähl mal, warum sollte man hierher kommen? Und nicht in ein McFit hier in Pforzheim oder. Weil wir hier sind. Wohin sonst hier sind? Genau, das ist gleich scheiße. Hey, du musst uns doch vorwarnen, du kannst doch nicht einfach mit der Kamera kommen. Wir müssen üben. Weil es hier einfach sympathisch ist. Weil es hier einfach Geräte hat, die sonst einfach nirgends hat. Cardio-Bereich schön abgetrennt. Kann man in Ruhe sein Cardio machen. Safe, abgesperrt, jedes zweite Gerät. So, hier haben wir, das ist eben das Spezial-Special, sag ich jetzt mal. Spezial-Special. Boxbereich, weil wir haben ja echt auch professionelle Kämpfer, Boxer. Und ihr seht, na, also die Geräte, richtig cool, oldschool. Aber halt schön, ne? Sauber, gut. Und ist abgefuckt.
So, was werde ich machen? Wir haben hier eine Beinpresse, die ist ziemlich geil. Dadurch, dass man hier Gewichte nochmal oben drauf machen kann, kommt natürlich Last auch von oben und verteilt so ein bisschen das Gewicht anders. Auch die Beine, wie zum Beispiel eine Hammer Strange. Dann haben wir hier Rex, Kniebeugen. Hier haben wir meinen Schatz. Und das ist One Love, Hackenschmidt. Und zwar keine Hammer Strange Kniebeugen Hackenschmidt, wie sie manche betiteln, sondern eine richtige, richtige Oldschool Hackenschmidt. Und die ist ohne Gewicht schon echt mega schwer. Also braucht man gar nicht viel drauf. Und das ist die andere One Love. Ja, habe ich hier jetzt im Umkreis nirgends gesehen. Ich habe dabei in der Schweiz mitgearbeitet, aber richtig nice. Natürlich Multipresse. Beinstrecker und Beinbeuger haben wir auch, allerdings arbeite ich damit heute nicht. Genau. So, ich werde auch immer wieder gefragt, wie viel. Dabei spielt es gar keine Rolle, vor allem die Umsetzung ist hier ganz anders. Hier habe ich jetzt 40 und hier unten 130 oder 140 und das mal 2. Yeah. Ich schwitze auch schon. Thank you.
mein neuer Rekord. Übrigens, kennt ihr diese Menschen, die immer so viel lupfen, nur weil die Scheibe so extrem dick ist? Also die dicke Scheibe hier hat 20 Kilo, genauso wie die dünne daneben. Wobei die hat sogar 25, also lasst euch davon niemals beeindrucken und täuschen. So, für die Hackenschmidt habe ich mir jetzt wieder meine anderen Schuhe angezogen. Weil ich darin einfach stehe wie ein betoniert. Nutzen, um das Scheißstativ zu verstellen. Oh Gott, ich schwitze. Vier Sätze. Let's go. Langsam. Das ist die Herausforderung.
etwas leichter und habe ich mir Spielwiese aufgebaut. Anstatt Hip Thrust mache ich heute Kettlebell Swing im Supersatz mit Sumo Kniebeugen erhöht.